Ja, Stück muss man erstmal verdauen. Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen im Stream, liebes Publikum hier und vor allen Dingen liebes Publikum da draußen. Ihr habt ein bisschen warten müssen. Wir haben ein paar Minuten später angefangen und brauchten dann doch eine kleine Pause, aber jetzt geht's los. Freue mich, dass Sie und ihr alle da draußen mit dabei seid und Sie natürlich hier im Saal zu Schauspiel im Livestream. Also, direkt geht's los. Ich stelle unseren ersten Sprecher kurz vor, obwohl es fast nicht nötig ist. Ich tue es trotzdem. Und zwar ist das Tim Renner, studierte Germanistik an der Universität Hamburg, parallel als Journalist tätig, Leiter der Abteilung Polydor Progressive Music, Geschäftsführer Plattenfirma Motor Music, Aufbau der Bands Rammstein, Sportfreunde Stiller, Tokotronic, Muse und Absolute Beginners. Präsident der Universal Music Deutschland GmbH, Geschäftsführer der Motor Entertainment GmbH, 2009 Ernennung zum Professor der Popakademie Baden-Württemberg. Das ist im Jungbusch im Kreuzberg Mannheims sozusagen. 2014 Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten in Berlin. Außerdem sitzt Tim Renner ehrenamtlich im Präsidium der IHK Berlin, im Vorstand des Medianet Berlin-Brandenburg und im Beirat des Music Board Berlin. Also, lieber Tim Renner, in den vergangenen Wochen hat man den Eindruck, Sie sind allgegenwärtig. Bei Wikimedia sprechen Sie zur Digitalisierung des kulturellen Erbes. Bei Haben und Brauchen stoßen Sie im ZKU einen Dialog mit den bildenden Künstlerinnen an. Und anlässlich einer Veranstaltung in Podewil vor wenigen Wochen sprachen Sie von Open Data für Kultur, so berichtete der Tagesspiegel. Wir haben Sie gebeten, Ihren Vorschlag hinsichtlich des Livestreamings von Aufführungen aus den darstellenden Künsten vorzustellen, in einem kurzen Impuls. Herr Renner, bitteschön. Sie haben das Wort. Super. So, guten Abend hier. Hallo Welt, hallo Dortmund, wenn ihr auch noch zuschaut. Wenn man da draußen glaubt oder auch hier drin geglaubt hat, dass Politiker genau wissen, wie das funktioniert, was sie gerade fordern, dann muss ich Sie enttäuschen. Das wissen Sie nicht. Das ist auch nicht gar nicht unbedingt Aufgabe von Politik. Aufgabe von Politik muss es aus meiner Sicht eher sein, sich zu überlegen, wie gestaltet sich die Welt, wie moderieren wir die Welt, wie machen wir die Welt zu etwas, was besser funktionieren könnte. Und dann den Diskurs zu suchen, wie denn dieses Ziel gemeinsam erreichbar ist. Wenn wir reden über gestreamte Theateraufführung, wir haben auch über gestreamte Oper geredet, wenn wir darüber reden, Museen und auch ihre Archive zugänglich zu machen im Digitalen, dann haben wir gar nicht den Superplan, wie das überhaupt funktioniert. Sondern stoßen wir eine Diskussion an, von der wir erwarten, dass sie uns dahin führen wird, wo es funktioniert. Dann haben wir primär erstmal eine Vision des Niedrigschwelligen. Denn aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist es so, dass Kultur etwas ist, was unglaublich wichtig ist für die Gesellschaft, gerade aus Berliner Blickwinkel. Kultur ist hier etwas, was dazu beigetragen hat, dass die Stadt zusammengekommen ist. Eine Stadt, die aus Ost-, West- und Neuberlinern besteht, wo zum Glück übrigens die Neuberliner die Mehrheit darstellen. Aber die Kultur hat dazu geführt, dass man ein gemeinsames Verständnis bekommen hat. Die Kultur ist das für Berlin, was für Hamburg wahrscheinlich der Hafen ist. Teil des lokalen Selbstverständnisses und absurderweise für uns auch Kernwirtschaftstreiber. Aber wie kriegen wir das hin, dass diese Kultur, die für uns so wichtig ist, wirklich in jedem Punkt für jeden zugänglich wird? Wie kriegen wir es hin, dass wir neue Generationen in tradierte Formen wie Theater locken, dass wir die anfixen, dass sie dahin kommen? Wie nehmen wir die Schwellenangst einer Oper, die als großes, mächtiges Haus da steht, für Leute, die vielleicht in Häuser betreten haben, um Punkrockkonzerte zu sehen, aber eben halt dasselbe an Musiktheater, an Leidenschaft dort auch erleben könnten, was sie vielleicht früher mal zu Fehlfarben oder sonst was gezogen hat? Das ist doch das, was wir eigentlich hinbekommen müssen. Und da ist es doch eine wunderbare Chance zu sagen, wie schließe ich erstmal ein kleines Fenster auf? Dass eine Idee diskutierenswert ist, dass ein Werk gut ist,
merkt man doch in der Regel daran, dass man sehr starke Reaktionen bekommt. Und wenn man so etwas postuliert, wie zu sagen, hey, lass uns doch einfach mal diskutieren, wie wir Zugänglichkeit hinbekommen für Theater, wie wir Zugänglichkeit hinbekommen im Netz für Oper und Museen. Wenn man dann plötzlich einen Shitstorm in den analogen Medien erntet, dann weiß man, Strike, das war richtig. Hier müssen wir anfangen, richtig zu debattieren. Für mich war es relativ interessant, dass zuerst der Kulturrat reagiert hat. Herr Zimmermann vom Kulturrat, ein Mensch, der es ja eigentlich per Job gut meint mit den Künstlern und einfach die Sorge war, oh Gott, wenn wieder was umsonst ins Netz kommt, dann verdienen die ja gar nichts, weil wir kostenlose Streams gefordert haben. Für mich war es hochinteressant, einen Beitrag dann plötzlich zu lesen, in der FAZ, Herrn Stahnelmeier, eifrig bemüht um die Nachfolge seines verstorbenen Chefs und ähnlich wie er beseelt vom Ablehnen gegen alles Digitale, wie der plötzlich Livestream in Lebensstrom übersetzte, wobei er sich ein bisschen verhaderte zwischen dem englischen V und dem F und der unterschiedlichen Wortbedeutung. Aber macht nichts. Es war dennoch hochinteressant, eben halt zu sehen, wie der plötzlich der Meinung war, das könnte das Theater in sich erschüttern, zerbrechen, die Leute kämen nicht mehr. Komisch. Also ich wäre lieber gerade übrigens in Dortmund gewesen als hier, obwohl ich sehr interessante Einblicke hatte. Ich hätte lieber einen Raum gehabt, in dem ich mit diesen Menschen atme, die sich da zu dritt versucht haben, im wahrsten Sinne des Wortes, das Leben aus dem Leib zu spielen. Ich hätte gerne meinen Blick auf diese, übrigens finde ich sehr obskuren, 5 Kraftwerk-esken Fliegenträger gerichtet, die ganze Zeit, die mit dem Sound, mit dem Text, mit den Visuals engineert haben. Fand ich ein sehr, sehr schönes Bild und eine sehr schöne Referenz. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so gemeint war. Ich musste mal an Kraftwerk denken. Aber natürlich ersetzt das gar nicht. Das ist eine Diskussion, die für mich an sich völlig absurd ist. Und am schönsten fand ich dann, als Herr Lottmann, der mit Endlich Kokain eigentlich ein ganz gutes Buch geschrieben hat, mich in der Welt belehrte, wie das so in der Musikindustrie funktioniert. Und dass die, sobald das Digitale kam, ja auf 5% zusammengebrochen sei. Nein, Herr Lottmann, haben Sie eine Null vergessen, die sind auf 50% zusammengebrochen. Aber nichtsdestotrotz nicht gesehen hat, dass gerade das mein Ansatz war, zu sagen, wozu hat das Digitale in der Musikindustrie geführt? Es hat dazu geführt, dass die Konzerte voller werden, dass die Leute einfach den Einstiegspunkt schaffen und dann umso mehr zum Live rennen. Ich wurde auch darüber belehrt, dass das doch mit komplexen Rechtsfragen verbunden sei. Ja, Herr Lottmann, I come from where they make it. Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Subrechte wie Verlagsrecht, alle wohlbekannt, aber alle im Zweifel auch sogar lösbar. Vielleicht sollten wir uns erstmal angucken, worum geht es wirklich? Geht es darum, dass man jetzt unbedingt sagen muss, das muss ein Pay-Modell sein? Nö, muss nicht. Kann aber, wie sehr erfolgreich, wir hatten die Digital Concert Hall hier schon in der Einführung von Christian Römer, wie sehr erfolgreich die Kollegen von der Philharmonie vormachen. Aber das muss ja gar nicht sein. Und in dem Moment, wo ich umsonst Streams habe, ist es auch mit der Rechtelage ein bisschen einfacher. Ich habe da zwar immer noch mir die Erklärung einzuholen von den jeweiligen Künstlern und Rechtsinhabern. Und das ist übrigens in der Tat gerade beim Theater ziemlich komplex, so ziemlich jeder, der auf der Bühne mitturnt oder der ansonsten irgendwie eine kreative Beigabe gemacht. Ich hoffe, Sie haben das getan heute Abend. Ansonsten ist auch das mit den Kosten, die sich dahinter einen erschlagen sollen, nicht ganz so richtig. Nur mal so einen Marker zu haben, 10.000 abgerufene Streams bei der GEMA, die ja nicht gerade dafür bekannt ist, besonders günstig zu sein, kommen auf 100 Euro. Also auch noch nicht ein Moment, der einen total erschlagen muss und einen vor Angst erzittern lassen muss. Es geht auch nicht darum, jetzt jedes Theater, jede Oper unbedingt zu streamen. Um Gottes Willen, nee, das, was man, wo man wirklich glaubt, irgendwie man schließt eine Tür auf, es wird interessanter. Man hat dieses Schlüsselloch, wo man die Party beobachtet, wo man selbst sein möchte, aber eben halt nicht ist, diesen ersten Eindruck bekommt. Und nee, wir haben auch gar keine Ahnung, ob das am besten zu machen ist in dem Aufwand wie eben oder vielleicht sogar noch reduzierter oder für andere Sachen man vielleicht noch mehr Aufwand machen müsste. Keine Ahnung, muss man ausprobieren.
Entscheidend ist, glaube ich, dass es im Zusammenspiel zwischen analog und digital keine Denkverbote geben sollte, dass wir einfach Sachen ausprobieren miteinander und dabei auch sicher vieles falsch machen werden und sicher viele Sachen irgendwie mal probieren, die echt gar keiner interessant findet. Aber entscheidend muss doch für uns alle sein, wenn wir über Politik reden, dass dahinter eine Vision ist, dass wir wissen, dass wir Kultur verbreiten, dass wir es so breit zugänglich machen wie möglich, dass wir das weit über Berlin, wenn Berlin ein Platz kultureller Exzellenz sein soll, wenn Berlin der Ort bleibt, wo man Sachen anders definieren kann als anderswo, dass wir das auch von Berlin nach Dortmund transportieren oder sonst wohin, wo die Städte bedeutend kleiner sind als Dortmund, nach Schneverding oder sonst wo. Da müssen wir doch in der Lage sein, Brücken zu bauen. Und mir scheint ein Weg wie Stream dazu ein relativ plausibler zu sein. Insofern ist mein Petitum lediglich, lass es uns versuchen, und wenn die anderen schimpfen, dann ist der Weg vielleicht der richtige. Ja, herzlichen Dank, Tim Renner. Und ich möchte mal sagen, ich finde es grandios, dass aus der politischen Administration diese Impulse kommen, weil nur so kommt es dazu, dass wir heute Abend auch in dieser Runde hier sitzen. Deshalb nochmal vielen Dank. Ich gehe weiter zu unserem ersten Gast. Worum geht es eigentlich, haben Sie gesagt. Und haben auch ein bisschen aufgezählt, was einzelne Felder sind, über die wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir dieses Thema Livestream tatsächlich ein bisschen tiefschürfender untersuchen wollen. Genau, deshalb haben wir auch für die Gäste draußen im Stream nochmal 7 Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen eingeladen, die uns aus ihrer ganz speziellen Sicht ein kurzes Statement geben werden, wie sie Perspektive und Möglichkeiten, Chancen und Risiken des Livestreams aus ihrer jeweiligen Stakeholder-Sicht sehen. Wir beginnen mit Anne Peter. Anne Peter studierte Theaterwissenschaften, neuere deutsche Literatur in Berlin, Bologna und Turin, lebt in Berlin, schreibt für die Taz und andere Tageszeitungen, ist amtierende Chefredakteurin von nachkritik.de, Theaterkritikerin mit hoher Affinität zu allen Fragen von Netz und Theater. Anne Peter, als Chefredakteurin von Nachkritik setzen Sie sich per se mit allen Fragen des Netzes in Bezug zur darstellenden Kunst auseinander. Heute erschienen auf Nachkritik freundlicherweise sogar ein Dossier, alle bereits erschienenen Artikel der letzten Monate zum Thema Livestream. Sie erwähnten Lottmann und Stadelmeier, aber da gab es auch viele andere. Zum Beispiel Bernd Schmidt ist hier von Kiepenheuer und Witsch, der dazu auch etwas geschrieben hat, und einige andere. Vielen Dank fürs Kommen. Als Kritikerin beobachten Sie zeitgenössisches Theaterschaffen und erste zarte ästhetische Verbindung ins Netz. Ist der Stream also aus Ihrer Sicht der Theaterkritikerin und auch in gewisser Weise Zuschaueranwältin eine Chance für Zuschauer und Künstler? Und falls ja, auf welche Weise? Hallo? Ich glaube, dass der Stream auf jeden Fall eine Chance ist. Ich bin mir allerdings nicht ganz so sicher, ob er wirklich für die zur Initialzündung taugen kann sozusagen. Also ich glaube, dass man eigentlich, also wenn man das Theater lieben lernt, das wirklich live lieben lernt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich über den Stream zum Theater kommen kann, für das Theater gewonnen werden kann. Für mich als Kritikerin, als Professionelle und ich glaube auch für zum Beispiel die Stammleserschaft von nachkritik.de, die sich überregional interessiert, ist das natürlich eine sehr reizvolle Idee, irgendwie zu gucken, wie wird in anderen Städten Theater gemacht, wo ich jetzt nicht irgendwie 5 Reisen im Monat unternehmen kann. Insofern, für mich persönlich ist das eben sehr reizvoll und aus einem anderen Grund auch noch, weil ich mir davon schon eine Diskurserweiterung und Diskursvertiefung versprechen würde. Also ich weiß nicht, ob Sie nachkritik.de kennen, aber bei uns wird die Kommentarkultur sehr groß geschrieben, die Leserkommentare und eben das Gespräch, der Dialog um die Kunst. Und ich glaube, dass das natürlich eine ganz andere Basis hätte, wenn da einfach die Leute informierter, kompetenter mitsprechen könnten, indem sie die Sachen auch gesehen haben, über die sie dann sich da verbreiten. Nicht, dass es da nicht schon interessante Diskurse gäbe, aber ich glaube, dass man das Niveau doch noch heben könnte auf diese Weise. Insofern fände ich es auch in dieser Hinsicht interessant. Noch das wäre jetzt erstmal mein erstes Statement. Das wäre erstes Statement. Achso, vielleicht noch eine Sache. Ja, also, weil man als Kritiker ja durchaus viel auch mit Videomitschnitten zu tun hat, die nicht immer so eine ganz gute Qualität haben und oft dann einfach nur die Totale abfilmen, was
nicht immer so ganz spannend ist, aber es ist natürlich sehr verbreitet und es wäre ziemlich realitätsfern zu behaupten, dass man dadurch überhaupt nichts von dem Theaterabend mitnehmen kann. Das wird von Jurys benutzt, um Preise zu vergeben. Kuratoren bilden sich auf diese Weise ihre Meinung und kuratieren dann nach Festivals. Das ist ganz üblich, dass man da teilweise nur Videomitschnitte sieht. Also sogar beim Theatertreffen letztes Jahr wurde das gesagt, dass das zumindest in einem Fall eben der Fall war, dass da nicht alle Juroren hinfahren konnten und dann noch ein Teil das eben nur per Video gesehen hat und dass die Inszenierung wurde dann aufgrund trotzdem eben zum Theatertreffen eingeladen. Also jetzt zu behaupten, dass ein Stream gar nichts vermittle von einem Abend, ist, glaube ich, falsch. Ich glaube nur, dass man schon wissen muss, wie Theater funktioniert, um das entsprechend rezipieren zu können. Das wäre meine Annahme. Das heißt also als Branchendienst sozusagen in jedem Fall eine wertvolle Sache. Als Branchendienst würde es, denke ich, auf jeden Fall funktionieren. Was die Normalzuschauer angeht, sage ich mal, bin ich mir einfach nicht sicher. Aber ich wäre auf jeden Fall dafür, das auszuprobieren. Ja. Okay, ein Plädoyer für den Test. Dann gehe ich direkt weiter zu Kai Voges. Kai, stell dich kurz vor, du arbeitest nach der Schule als Heimerzieher, Filmvorführer und Videokünstler. Dann als Regisseur, Staatsschauspiel Dresden, Staatstheater Darmstadt und Kassel, am Theater Oberhausen, letzten 4 Jahre als Mitglied der künstlerischen Leitung und seit 2010 Intendant des Schauspiels Dortmund. Wichtige Arbeiten waren einige Nachrichten an das All von Wolfram Lotz als multimediale Begegnung zwischen Theater und Film, mit der Multimedia-Performance Goldenes Zeitalter, 100 Wege dem Schicksal die Show zu stehlen, setzte er seine Arbeit an der Schnittstelle von Theater und Film, Videokunst fort. Auch das Debüt als Opernregisseur mit Tannhäuser oder Sängerkrieg auf der Wartburg knüpft an diese Schnittstelle an. Mehrfach ausgezeichnet für seine Regiearbeiten, gewann beim NRW-Theatertreffen den Hauptpreis als beste Inszenierung und der Film von Einige Nachrichten an das All ging aufs Arthodox Filmfestival in St. Petersburg und ins Sunset Filmfestival nach Los Angeles und wurde dort ausgezeichnet. Für die Inszenierung Das Fest erhielt Kai Voges 2013 eine Nominierung für den Deutschen Theaterpreis der Faust in der Kategorie Regie Schauspiel. Kai, du arbeitest so seit Jahren an der Schnittstelle von Film, Video und Theater. Phänomene des Netzes werden deinen Inszenierungen fester Bestandteil, von der Kopie bis zum Meme. An welcher Stelle siehst du den künstlerischen Auftrag und die Chance des Streams, jetzt sagen wir mal über den Branchendienst hinaus, was wäre jenes Besondere aus deiner Sicht? Und eine zweite Frage, die du vielleicht im Anschluss beantworten kannst, warum hast du die Vorstellung heute Abend ausgewählt? Ja, bevor ich auf die Fragen beantworte, schaue ich mal nach Dortmund. Da sitzen gerade ein paar Zuschauer von uns, die in der Vorstellung waren und die Schauspieler. Herzlichen Dank euch und dem Team für eure Arbeit. Es war sehr aufregend, euch aus der Ferne zu sehen. Ja, wir in Dortmund versuchen, Theater der Gegenwart zu machen. Wir versuchen, eine Notwendigkeit im digitalen Zeitalter auf die Bühne zu bringen. Und da stellen wir uns die Frage, wie sieht die Gesellschaft heute aus? Wie sieht das Menschenbild heutzutage aus? Wie real sind wir noch und wo fangen wir an, uns zu verflüchtigen, zu digitalisieren? Wie kriegt man diese Themen wieder auf die Bühne, auf das Theater umgesetzt? Und aus dem Inhalt heraus kreieren wir neue Formen, neue Erzählstrukturen, die vielleicht mehr mit dem Netz zu tun haben als mit einer narrativen Erzählweise. Vielleicht auch immer wieder in der Fragestellung, wo ist der Mensch und wo ist das Bild von dem Menschen und gibt es da eine Differenz dazwischen? Also ich glaube, das wäre total spannend. Wir würden uns jetzt unterhalten, die hier den Stream gesehen haben von Psychose, mit denen, die die Vorstellung gesehen haben. Was ist denn da für eine Differenz auf einmal entstanden von diesen Bildern? Und was ist auch für eine Differenz zu erfahren im Zuschauerraum bei Psychose, wenn man durch eine Gaze hindurch guckt? Dort sieht man den realen Menschen, dann sieht man die Projektion auf der Gaze und irgendwann wird diese Gaze heruntergerissen und der Körper steht vor einem. Sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet es, Mensch sein heutzutage und was bedeuten Bilder heutzutage? Und in diesem Labor der Gegenwart, was dieses Theater sein soll,
gibt es verschiedene Spielorte. Und diese Spielorte, das gibt es bei uns das große Haus, 490 Plätze, eine richtig schöne Kuckkastenbühne. Wir haben das Studio heute hier sehen können im Stream für 99, aber es gibt natürlich noch ganz andere Orte. Und das ist die Stadt. Wir sind in die Nordstadt rausgegangen und haben da in verschiedenen Quartieren gespielt. Wir haben in alten Hallen gespielt. Mal gibt es unsichtbares Theater. Da weiß man gar nicht, ist das noch Theater oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch das Netz. Und dort zu spielen mit den Mitteln des Theaters und vielleicht zu sagen, das, was wir erzählen wollen, dafür ist das vielleicht genau der richtige Ort, wenn wir über eine Verflüchtigung des Körpers reden. Vielleicht ist da das Netz der richtige Ort und vielleicht sind auch die Mittel der gegenwärtigen Kommunikation die richtigen Mittel für das Theater und für die Themen, die wir gerade behandeln wollen. Daniel und ich haben gerade Hamlet auf die Bühne gebracht, Anfang der Spielzeit, und zu sagen, wie kriegen wir das denn hin? Vielleicht lassen wir den Schlussapplaus mal weg und wir twittern jetzt mit dem Publikum zusammen und gehen direkt in den Diskurs hinein am Ende einer Vorstellung. Und jeder kann es sehen auf der Leinwand und die Schauspieler twittern direkt mit. Aber du würdest schon sagen, dass das Netz im Konzept der Aufführung mit angelegt sein muss, damit der Stream Sinn macht? Ich glaube, dass das Netz kann in die Inszenierung hineinragen oder aus der Inszenierung herauskommen. Das ist immer die Frage, was man erzählen möchte und wer wen beeinflusst. Beim Goldenen Zeitalter hatten wir Livestreams aus der Ukraine auf der Bühne gehabt, währenddem wir gespielt haben. Also da kamen die Streams zu uns auf die Theaterbühne und wir waren in der Gegenwart und der Zuschauer konnte sich abgleichen. Seine Gegenwart, die theatrale Gegenwart und die Stream-Realität von anderen Orten. Ich sehe diesen Abend heute, Psychose 448, als ersten Schritt für unser Haus. Wir haben was erzählt, wir haben was herausgefunden. Wir haben heute Abend hier mehr gesehen von Psychose oder andere Perspektiven einnehmen können durch die anderen Kameras, als die Zuschauer haben. Das ist schon mal toll. Das hat einen anderen Abend aus diesem Abend gemacht. Aber ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel möglich ist, dem Zuschauer im Theater die Möglichkeit zu geben, vielleicht mit einem Livestream sich die Vorstellung anzugucken und gleichzeitig selber noch die Position zu verändern im Saal und im Netz. Also ich kann selber die Positionsverschiebung einnehmen. Vielleicht kann ich auch interaktiv werden. Ich glaube, da hineinzudenken, da ist das so der erste Schritt auf einer langen Reise eines Labores, wie geht das Theater der Gegenwart und wie schaffen wir es, unsere Netzgesellschaft, eine Gesellschaft, das digitale Zeitalter, wo die Geschichten nicht mehr nur von A bis Z durchlaufen, sondern wo auf einmal alles mit allem vernetzt scheint, wie schaffen wir diese Denkstrukturen oder Lebensstrukturen sichtbar zu machen? Danke, Kai, so für den Einblick in die Dortmunder Welt. Ja. Wir gehen weiter zu Kai Wuschek. Jetzt mal nochmal ganz bisschen, beziehungsweise andere Perspektive, insbesondere weil Kai Intendant des Theaters an der Parkaue, des Jungen Staatstheaters in Berlin ist, studiert an der Humboldt-Universität Theaterwissenschaften, arbeitet als Dramaturg und Regisseur, war mit seiner Inszenierung zu zahlreichen Festivals eingeladen, jetzt Intendant des Theaters an der Parkaue, Vizepräsident des Deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts, Mitglied im Ausschuss für künstlerische Fragen im Deutschen Bühnenverein und im Rat für die Künste in Berlin und kürzlich bis 2020 am Theater an der Parkaue als Intendant verlängert, also noch eine lange Amtszeit. Kai, du leitest ein Theater vor allem für und mit jungen Zuschauern. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das geänderte Medienverhalten, Lust auf Visualität im Netz, Möglichkeit an mehreren Orten gleichzeitig sein zu können? Ist der Stream als Tool bei deinen Zuschauern nicht bereits völlig normal? Und was tust du an deinem Haus konkret dafür? Ist Livestream eine Variante, auf dein Publikum zuzugehen?
Erstmal vielen Dank, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Das war für mich eine unglaublich wichtige Erfahrung, das alle nach Dortmund da, super. Weil die Frage heißt ja Fluch oder Segen da erstmal und das kann man ja nochmal erweitern, Angst oder Hoffnung oder wie auch immer, Gegensatzpaare, ja sowohl als auch, würde ich immer beantworten. Und man stelle sich nur die Frage, dass man jetzt vor 90 Jahren hier gesessen hätte und mit Piscator darüber redet, Schauspiel und Kino in einem, Fluch und Segen, was ist das? Ja, und hat trotzdem nicht erlebt, dass sozusagen jedes Theater heute Abend in Deutschland heutzutage Kino ist. Ja. Also entstehen da erstmal eine Menge Fragen und Sehnsüchte. Und natürlich entsteht dann auch die Frage, wie sieht ein Theater aus, was nicht abfilmbar ist? Oder wie sieht das Theater aus, was das Netz, was sich erst über das Netz entfaltet, wirklich? So Extreme mal aufmachen. Ja. Wir haben die Frage, dass unser Publikum zuallererst mit dem Netz vertraut ist. Und dann erst mit dem Theater vertraut wird, das erleben wir bereits bei 6-Jährigen, die mitten in der Vorstellung aufspringen und schreien, Mama, der ist ja echt. Und sie meinen den Schauspieler auf der Bühne. Und wenn das 8 Schauspieler sind in einer Vorstellung, dann kann es sein, dass das Kind 7-mal aufspringt und das schreit und natürlich die Erwachsenen alle im Saal lachen oder sowas. Also das fixt dann an. Ja. Die Frage ist aber, Wahrnehmung, Weltaneignungsstrategien sind kulturell gewachsene Dinge, die verändern sich. Nun habe ich sozusagen Angst vielleicht vor sowas und jemand anders das hat Angst vor Theater. Und dann treffen da erstmal 2 Welten. Und wie findet man diese Welten und wie kann man die zusammenschweißen? Ich erlebe das, ich probe gerade und da sitzt eine Hospitantin, die studiert Theaterwissenschaften und die sagt, ich habe gerade ein Seminar unter dem Thema Maschinen, Tiere, Dinge. Da gucken die Schauspieler auf der Probe sie an und sagen, was macht ihr da? Der Schauspieler kommt nicht mehr vor, eine Angst, ja, ist dann auszumachen oder sowas. Was mich interessieren würde, und das gibt so einige, die das vielleicht in der Ausbildung anfangen zu praktizieren, die Hochschule Ernst Busch, Abteilung Puppenspielkunst, hat einen Dozenten, der sich mit Medienfragen und Puppenspiel und Verlinkung, Verquickung durch eine, was entsteht da, wie kann man das, beschäftigt. Der ist heute hier. Ja? Ja. Wo ist er? Ja? Da ist er, ja? Genau. Friedrich Kirschner. Ja? Mhm. Das ist wichtig, das ist ein unglaublich guter Schritt nach vorne. Wir wollten, da wir erfahren hatten, in der Spielzeit 2008, 2009, irgendwann wird aus dem Komplex des Theaters an der Parkaue die Ernst Busch ausziehen, weil es einen gemeinsamen Standort gibt. Das haben wir in der Spielzeit 2008, 2009. Jetzt wird das 2017 so sein. Wir hatten die Hoffnung, die Berliner Politik davon zu überzeugen, dass wir eine Art Lab in den leeren Räumen einrichten, wo wir unter dem Label Bildung und Zukunft, Medien und Theater uns damit auseinandersetzen, wie kann sich das verquicken, verändern, kann man da ein Lab einrichten, was im Grunde diese Untersuchung durchführt, wo wir irgendjemanden brauchen, Spezialisten, Equipment, weil wir nicht wissen, wie sieht Theater in 40 Jahren aus. Und eigentlich die Sehnsucht haben, da sind 6-Jährige, die sollen nur in 40 Jahren noch ins Theater gehen, aber ist das das Theater, was es heute gibt oder ist das ein anderes? Was braucht es, um auf die Suche zu gehen? Und da haben die Theater immer weniger die Möglichkeit. Und ich glaube, die braucht es aber. Das ist der Wunsch. Der Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Man kommt zur falschen Zeit mit dem falschen Konzept zu den falschen Leuten oder sowas. Und dann werden jetzt Ateliers für bildende Künstler da draus. Braucht es ja auch in Berlin, aber die Chance, sozusagen ein Fenster in, der Berliner Jugendliche guckt am Tag im Durchschnitt 3 Stunden auf sein Handy. Ja, und das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Absolut. Und jemand, der sich dieser Realität stellt, sitzt gleich neben dir. Und zwar ist das Geraldine de Bastien, Politologin, internationale Politikberaterin. Sie berät öffentliche Institutionen, NGOs, zum strategischen Einsatz digitaler Technologien für politische Kommunikation. Aber vor allen Dingen ist Geraldine Kuratorin und Moderatorin für die Republika, Europas größter Konferenz zum Thema Internet und Gesellschaft. Für das Goethe-Institut moderierte sie in den Münchner Kammerspielen die globale Diskursreihe Worldwide Work, in der Live-Schaltung Teilnehmer aus 8 Weltstädten verbunden
und die diskutierten über unterschiedliche Kulturen des Arbeitens. Mit Bloggerinnen und Aktivisten arbeitet sie außerdem zu Themen wie Internet- und Medienfreiheit und engagiert sich ehrenamtlich als Vorsitzende der digitalen Gesellschaft. Liebe Geraldine, wenn du das jetzt siehst und hörst, ja, ich unterstelle ja, dass bei der Republika der Stream eine solche Selbstverständlichkeit ist, eine solche Normalität, dass sozusagen das überhaupt nicht mehr in eine Diskussion käme, ob man das machen sollte oder nicht, wobei das selbstverständlich nochmal andere Hintergründe hat, ganz klar. Deshalb kannst du uns ein bisschen berichten einmal, wie geht ihr bei der Republika mit dem Stream um? Welche Erlebniswelten können da geschaffen werden? Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zu den Zahlen sagen, ja, die dort im Zugriff sind. Und insbesondere natürlich, wie erreicht ihr Reach? Vielen Dank, Christian. Vielen Dank fürs dabei sein dürfen heute Abend. Das ist ein super spannender Einblick für mich in die ganze Diskussion und die Szene. Und vielen Dank auch nochmal an Dortmund und für die Ermöglichung des Livestreams und dass ich so an dieser Wahnsinnsinszenierung teilhaben durfte. Ja, ich bin so ein bisschen der Netzexot auf dem Panel. Vielleicht erstmal die Frage ans Publikum, wer kennt denn alles die Republika? Wer war schon mal da? Das ist sehr schön. Wer hat schon mal in Streams zugeschaut? Ungefähr die gleiche Anzahl der Leute, das ist ganz interessant. Vielleicht für die spätere Diskussion. Ja, wie Christian schon gesagt hat, die Republika ist gewachsen aus einer, wir finden nächstes Jahr zum 9. Mal statt, aus einer relativ kleinen, überschaubaren Zusammenkunft aller deutschen Blogger und also der Kern der deutschen Netzgemeinde zu Europas größter Konferenz zum Thema Internet und Gesellschaft. Meine Rolle auf der Republika ist, Teil des Programmteams zu sein und die Moderation auf der Bühne 1, die wir livestreamen, zu machen. Und mein schönster Moment auf der Republika ist jedes Jahr, wenn bei uns auf der Bühne 1 die Türen aufgehen und diese riesenleere Halle in der Station geflutet wird und binnen einer Minute sich die leeren Plätze gefüllt haben und knapp 2000 Leute in diesem Raum sitzen. Das heißt, natürlich ist für uns der Live-Moment auch der am bedeutendsten, am konstituierendsten für diese Zusammenkunft ist. Und genau darum geht es auch der Republika. Es ist nicht einfach nur eine Konferenz, sondern wir versuchen, verschiedene Communities zusammenzubringen, den Austausch, die Diskussion zu fördern. Und das passiert natürlich vor Ort und face-to-face. Nichtsdestotrotz ist, wie du auch schon gesagt hast, der Livestream für uns eine Selbstverständlichkeit, das Übertragen unserer Konferenz. Wir streamen die Bühne 1. Wir haben insgesamt über 8 Bühnen. Wenn wir die Möglichkeiten und die Kapazitäten hätten, würden wir gerne die gesamte Konferenz livestreamen. Aber so beschränken wir uns darauf, die Hauptinhalte von der Bühne 1 zu streamen und alles andere auf Video aufzuzeichnen und so zur Verfügung zu stellen. Wenn ich die Zuschauer im Saal begrüße, dann ist es für mich genauso wichtig, eben die Zuschauer für den digitalen Endgeräten zu begrüßen, denn die sind für uns eben genauso Teil der Veranstaltung und genauso Teil unseres Zielpublikums als die Leute auch vor Ort. Denn jeder, der bei uns im Stream zuschaut, den begreifen wir nicht als Verlust, als jemand, der nicht vor Ort war, sondern als ein weiterer Gewinn. Und ein Grund davon ist natürlich, wo wir herkommen, aus dieser sogenannten Netzgemeinde, dass es für uns auch was Selbstverständliches hat, eben unsere Inhalte übers Internet zu verbreiten und erreichbar zu machen. Aber eben auch, wie Tim es so schön gesagt hat, um diese digitale Tür zu öffnen, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, an unserer Veranstaltung teilzunehmen und so einfach auch das Reinschnuppern in unsere Veranstaltung zu ermöglichen. Und ich glaube auch, dass das dazu beigetragen hat, dass wir über die letzten 9 Jahre so exponentiell gewachsen sind. Wie du eben schon Begriff gesagt hast, für uns ist die Republika eine Erlebniswelt und genauso wie es bei Musikkonzerten oder aus meiner Sicht auch bei Theaterstücken der Fall ist, ist das Live-Erlebnis ein ganz anderes, wo jemand, der die Möglichkeit hat und das Interesse hat zu kommen, sich auf jeden Fall dieses Ticket kaufen wird und nicht sagen wird, aber ich kann mir das doch alles live ansehen. Wir sind aber, wie gesagt, sehr froh, dass sich das Menschen live ansehen und man muss auch sagen, dass wir in den ersten Jahren das aus eigenen Kapazitäten heraus oder mit kleineren Partnerschaften gemacht haben, aber seit 2 Jahren haben wir eine Partnerschaft mit Spiegel Online. Das heißt, wir streamen den Content auf unserer eigenen Webseite, aber eben auch auf spiegel.de und das hat natürlich über diese Partnerschaft auch nochmal eine ganz andere Reichweite für uns ermöglicht, auch die Reichweite in andere Interessenszielgruppen hinein, die wir vielleicht so aus unseren eigenen Kapazitäten heraus gar nicht erreicht hatten. Wir hatten 2014 ca. 6.500 Besucher in der Station und wir hatten im Stream über 160.000 Unique Views. Das ist eine
also mich erschlägt diese Zahl auch immer noch selber in Reichweite, die mir natürlich, da stellt sich die Frage gar nicht, aber was wäre, wenn all diese Leute Tickets gekauft hätten? Das hätte nämlich selbst die Kapazitäten der Station und des anliegenden Gleisdreieckparks wahrscheinlich gesprengt. Wichtig ist für uns auch natürlich die Diskussion darum, die entsteht. Wir haben pro Tag knapp 100.000 Tweets. Was natürlich auch heißt, dass die Inhalte, die online gezeigt werden, auch online diskutiert werden, dass wir diese Online-Diskussion auch live wieder bei uns aufgreifen und in die Veranstaltung mit einbeziehen. Wir versuchen, wie gesagt, verschiedene Menschen, die Zielgruppen, die vielleicht noch nie da waren und den ersten Eingang haben wollen, zu erreichen, aber auch durch diesen Livestream eine andere Globalität zu erreichen. Also all die Menschen, die es sich nicht leisten können, nach Deutschland zu reisen oder eben vielleicht auch den Anreiz brauchen, erstmal zu sehen, was wir für tolle Inhalte haben, um es dann im nächsten Jahr zu tun. Aber wie gesagt, auch ganz vielen Menschen, die einfach international nicht die Möglichkeit, auch nicht die Reisefreiheit vielleicht haben, bei uns teilzunehmen, vor Ort zu sein. Und ich glaube, dass das auch fürs Theater eine spannende Perspektive ist, denn nicht jede Inszenierung wird in jeder Stadt vorgeführt. Es hat was Lokales und das ist auch gut so, aber eben den Zugang von anderen Menschen aus anderen Lokalitäten zu ermöglichen, ein ganz wichtiger Aspekt. Ein weiterer Aspekt, der für uns wichtig ist, ist Barrierefreiheit. Es hat auch nicht jeder physisch die Möglichkeit, zu uns zu reisen. Wir versuchen zwar die Veranstaltungen in der Station auch so barrierefrei und so zugänglich wie möglich zu machen, aber es gibt einfach Menschen, die nicht mobil sind, und wir versuchen unseren auf der Bühne, das gilt sowohl für die Live-Zuschauer als auch für die im Stream, live zu transkribieren, sodass wir über den Stream auch Menschen mit, ja, Taubenmenschen, Menschen mit Gehörschädigung eben das Zuschauen unserer Konferenz ermöglichen. Und wie gesagt, so einfach versuchen, so offen und so zugänglich wie möglich zu sein. Vielleicht also auf das Thema Video, das ist ja hier nicht der Fokus, ist für uns aber natürlich auch ein ganz, ganz zentraler Faktor. Und ein weiterer Punkt ist vielleicht, dass ich glaube, dass auch die Grenzen zwischen dem, was Konferenz ist, was Theater ist, was Musikshow ist, zunehmend verschwimmen. Und in der Zukunft gerade diese hybriden Formate und Experimente, diese Form zu vermischen, immer spannender werden. Und ich glaube, da das Netz mitzudenken einfach ganz essentiell ist. Ganz herzlichen Dank, Geraldine, so für den Blick aus der Netz-Community, die sich ja immer weiter, wie wir auch hier lernen, über die Kultur-Community herüberschiebt und vice versa. Du sprachst Video an, neben dir sitzt Daniel Hengst, unser nächster Gast. Daniel Hengst studierte Medientechnik an der HTWK Leipzig. Neben der Arbeit als Kameramann, Cutter und Co-Regisseur für verschiedene Dokumentarfilme arbeitet er seit 2008 als Videokünstler und Techniker an verschiedenen Theaterprojekten. Am Schauspiel Dortmund debütierte er 2011 bei Visitor Q in der Regie von Martin Laberenz. Seit der Spielzeit 11-12 ist er als Videokünstler und Kameramann festes Ensemblemitglied am Schauspiel Dortmund. War dort für Regiearbeiten von Kai Voges aktiv, einige Nachrichten an das All, Meister und Margarita, Goldenes Zeitalter, schuf den Internetkunstabend Live Code, Krieg und Frieden im globalen Dorf, der auch hier in diesem Saal 2012 war das schon, hier lief. Für seine Arbeit wurde er kürzlich mit dem für herausragende junge Theaterschaffende Biennale eingerichteten Dr. Otto Kastenpreis, vergeben von der Intendantengruppe des Bühnenvereins, ausgezeichnet. Daniel, so jetzt aus der Sicht des Videokünstlers, einmal hat sich Video als eigentlich die letzte Hinzufügung zu den künstlerischen Mitteln des Theaters vor 40, 50 Jahren natürlich in einer wahnsinnigen Rapidität entwickelt, ist aber gleichzeitig ein völlig akzeptiertes Mittel inzwischen in der Welt des Theaters als ästhetisches Mittel. Wie geht das, wenn man so einen gemeinsamen Körper mit dem Publikum draußen bilden möchte, also das Publikum jetzt außerhalb des Saales? Wie wird Netz da zu einem zusätzlichen ästhetischen Anreiz? Also das heißt, was kann Stream sogar besser als live? Ja, das ist eine interessante Frage. Und ich habe jetzt keine genaue Antwort darauf, überhaupt keine eigentlich. Und ich glaube, das ist wirklich der interessante Aspekt, glaube ich, in dieser Frage liegt auf das Augenmerk des Körpers,
der Körper, die zu einem Körper werden, sowohl auf der Schauspieler-Ensemble-Seite als auch auf der anderen Seite des einzelnen Zuschauers und der Masse an Leuten, der Gäste, des Publikums. Da gibt es eine Diskussion, die eben auf einem bestimmten in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Ebene stattfindet. Und da kann der Stream natürlich diesen Raum erweitern in einer sehr machtvollen Art und Weise. Hier ist so aus der künstlerischen Praxis der letzten Jahre, muss ich sagen, dass man da unglaublich viel Freiraum, Experimentierraum vor sich hat, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung geht das, mit welchen Aspekten arbeitet man künstlerisch, was stellt man hervor, was nimmt man lieber zurück. Allein die Arbeit an filmischen Mitteln im Theater ist schon ein sehr, erfordert eine höchste Präzision, damit sie eben in diesem Raum stattfindet, damit sie nicht als Kino wahrgenommen wird, sondern auch eine Relevanz in diesem Ort hat, in diesem Ort, in dem Menschen zusammenkommen, um politisch, sozial, gesellschaftlich etwas zu verhandeln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende daran. Wie können wir den Stream oder vielleicht auch andere Mittel der digitalen Gesellschaft einbinden in diese Prozesse und wie kann diese Bühne dadurch vergrößert werden. Der Blick auf den Menschen, eigentlich wie in der Medizin, wie in bildgebenden Verfahren, wird erweitert durch einen neuen Weg, durch den Stream. Es ist ein neuer Blick auf einen neuen Menschen. Die Haut wird nochmal dünner, vielleicht wie eine Zwiebel oder vielleicht auch das Gegenteil davon. Menschen sind an verschiedenen Orten, sind zu verschiedenen Zeiten gleichzeitig an verschiedenen Orten. All das ermöglicht der Stream. Und es geht darum, Methoden der Aufmerksamkeitssteuerung, wie auch auf der Bühne oder der Zerstreuung eben neu zu entdecken, neu zu erkunden. Die Frage ist eben, die ich mir auch kernmäßig so gestellt habe, ist das ein Abfilmen von Theaterstücken, wo jemand dazukommt in den letzten Wochen? Also es gibt da zwei große künstlerische Fragestellungen, die ich mir sofort stellen würde. Komme ich dazu in der letzten Phase einer Produktion und setze darauf den Stream drauf oder arbeite ich eben mit einem Team über eine längere Zeit an den Prozessen, wie kommt das ins Netz, welchen Teil ist nicht sogar der Stream vielleicht ein ganz spezieller Teil der Inszenierung, der im Haus selber dann gar nicht zu sehen ist. Das ist so die künstlerische Praxisfrage. Noch dazu vielleicht zu sagen, so aus der Erfahrung, so ein paar Anforderungen, die man eigentlich auch daran stellen müsste. Es ist eben oft so, dass aus meiner Erfahrung in verschiedenen Häusern kompetenzmäßig einiges noch passieren muss, dass man in den Kompetenzen arbeiten muss, dass andererseits Technologie eben auch zur Verfügung gestellt wird. Das betrifft in manchen Häusern leider auch schon den Internetzugang per se, an dem man irgendwie Ermangelungen empfindet. Alle solche Dinge und das muss auf den Weg gebracht werden, damit man damit arbeiten kann. Andererseits, was ich sehr interessant finde, wie sich durch unsere Arbeit in Dortmund auch in den letzten Jahren auch die Theater oder die, sagen wir mal, die von der konservativen, das ist nicht so gemeint, aber von der konservativen Seite kommende Theaterpraxis auch auf diese Medien einstellt. Also das geht da schon, das Licht, Ton, aber eben auch Regie, Dramaturgie und so weiter. Also all diese Teilbereiche müssen lernen, müssen sich neu darauf einstellen und den Willen und die Bereitschaft haben, so wie in Dortmund, das als einen neuen Spielpartner, als einen neuen Mittel zu verstehen. Und dann kann das gut werden. Ja, danke Daniel. Neues, okay, muss experimentiert werden und Gewöhnung bringt natürlich dann auch Routine, aber das Ganze braucht natürlich auch Leitplanken, weil ja niemand sozusagen unter die Räder des Experimentierens kommen sollte. Neben dir sitzt Nils Tabert. Einmal ganz herzlichen Dank nochmal an ihn. Er ist der Leiter des Rowohl Theater Verlages, dass er zugelassen hat, dass wir heute Abend diese Veranstaltung machen können. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Ich denke, Nils Tabert hat sich darauf eingelassen, eben weil wir auch diese Diskussion hier im Anschluss verbunden mit dem Stream dazu führen. Er studierte angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, arbeitete anschließend als Dramaturg, Regisseur und Übersetzer, seit 1996 als Lektor im Rowohl Theater Verlag und seit 2010 ist er dessen Leiter. Möglicherweise kommt auch eine Passion für die Autorin Sarah Kane dazu, dass wir heute Abend hier sitzen können. Und zwar sagt er im Interview mit Wolfgang Höbel,
anlässlich der Autorentheatertage 2014. Mich haben immer Texte interessiert, auch in Gießen. Ich fand immer schon die Reibung zwischen dem Intellektuellen, dem Sinnlichen aufregend, zwischen dem Schriftlichen, dem Performativen. Der wirklich ausschlaggebende Grund für meine Berufswahl aber war Sarah Kane. Als ich Zerbombt las, merkte ich, das geht ja doch. Das geht ja doch, realistisch zu erzählen, ohne dass es blöd ist. Ich begriff, dass es eine Form des Theaters gibt, die ohne die Lügen des Illusionismus auskommen kann und zumindest mich mit dem konventionellen Theaterbegriff fast versöhnt hat. Nils Tarbert, ich glaube, wenn wir jetzt über die Position des Verlages sprechen und auch über die Position gegenüber den Autoren und auch über den Schutz gegenüber den Autoren und ihren Texten, ist es natürlich, stellen sich einmal die rechte Fragen, selbstverständlich, aber ich finde, stellen sich auch ethische Fragen dazu, wie möchte man mit solchen Texten umgehen, die ursächlich für die Bühne geschrieben sind. Wollen Sie uns mal freundlicherweise erklären, wo stehen wir da überhaupt, auch im rechtlichen, verlagsrechtlichen Kontext, und was ist Ihre Vision einer Möglichkeit und was geht gar nicht? Ja, mache ich gerne. Ich wollte jetzt auch erstmal als allererstes Danke an Kai Voges sagen und danke nach Dortmund für diesen sehr, sehr faszinierenden und sehr intelligenten Umgang mit dem Text von Sarah Kane. Auch wenn ich zugeben muss, ist es für mich persönlich immer wie eine Folter, diesen Text zu sehen, weil er auch mit sehr vielen Erinnerungen einfach verbunden ist. Ihr habt vergessen, den Übersetzer Durst Grünbein im Abspann zu erwähnen. Ich finde, der ist eine Erwähnung wert heute Abend. Der hat tolle Arbeit Absolut. Gemacht. Ansonsten muss ich erstmal privat oder als Konsument sagen, ich fand das jetzt eine wirklich gelungene Variante für einen Livestream aus dem Theater, was an meiner Grundhaltung erstmal nichts ändert, dass ich diesem Thema mit einer gewissen Leidenschaftslosigkeit in Anführungsstrichen gegenüberstehe. Als ich das erstmals las, Livestream von Inszenierungen im Theater, habe ich so mich gefragt, würde ich mir das selbst ansehen? Würde ich mich vor den Rechner setzen und mir eine Premiere oder eine Aufführung angucken? Wahrscheinlich eher nein. Das hat aber viel damit zu tun, dass ich schon Theater im Fernsehen nur ganz schwer aushalte und meistens nach 10, 15 Minuten gelangweilt abschalte. Und natürlich rede ich aus einer sehr, sehr privilegierten Position heraus, weil ich permanent live im Theater sitze, berufsbedingt. Und die persönliche Befindlichkeit oder der persönliche Geschmack hat wahrscheinlich in einer solchen Diskussion auch tatsächlich nicht zu suchen, sondern ich sitze ja hier in einer ganz bestimmten Funktion. Christian Römer hatte schon gesagt, mein Job ist es, die Rechte der Urheberinnen und Urheber zu vertreten, der Autorinnen und Autoren, der Übersetzerinnen und Übersetzer, der Bearbeiterinnen und Bearbeiter. Und da stößt man tatsächlich auf das ein oder andere Problemfeld. Ein ganz entscheidendes ist, dass es diverse Stücke, auch diverse Stoffe gibt, die eine Ausstrahlung via Livestream oder überhaupt eine wie auch immer geartete Ausstrahlung, ob im Fernsehen oder sonst wie, kategorisch ausschließen. Also Sarah Kane ist ein solcher Fall. Sarah hat testamentarisch für ihren Selbstmord verfügt, es darf keinen Transfer ihrer Theaterstücke in andere Medien geben, also keine Verfilmung, keine Veroperung, keine Verhörspielung, nichts, auch nicht mal die Fernsehaufzeichnung ihrer Theaterstücke. Insofern, das kann man weiterdenken, 1999, als sie gestorben ist, gab es noch kein Internet als Massenmedium, aber Verlängerung, auch kein Livestream natürlich dann. Insofern ist das, was heute Abend stattgefunden hat, zwar eine gelungene Version von Livestream, aber sie musste eben in geschlossenem Rahmen stattfinden, wie eine Art Gastspiel. Beispielsweise vertreten wir die deutschsprachigen Aufführungsrechte diverser Drehbücher von Lars von Trier, auch von Theateraufführungen von Dogville oder Mandalay oder Breaking the Waves, dürfte es nie Livestreams geben, weil das die Filmverträge verbieten, die es ja schon gibt. Oder wir hatten jetzt gerade am Thalia-Theater Premiere mit einer Bühnenfassung von Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde. Auch für diesen Roman gibt es eine Filmoption. Und der Filmproduzent untersagt kategorisch natürlich einen kostenlosen Livestream oder eine Fernsehaufzeichnung, irgendwas, was dem Film, der dann irgendwann mal ausgewertet werden soll, ins Gehege kommt. Das ist so der eine Bereich. Das heißt, man muss natürlich nicht nur die Regisseure, Bühnenbildner, Schauspieler etc. fragen, sondern auch die Autorinnen und Autoren oder überhaupt die Urheber, ob sie das möchten. Und es ist das Recht eines jeden Autors oder Autorin zu sagen, ich möchte gar keinen Livestream. Selbst wenn wir das als Verlag gut fänden, uns gehören diese Rechte ja nicht. Wir vertreten das nur für die Autoren und handeln deren Auftrag.
Und das Zweite ist natürlich die ganz banale Frage, da macht man sich als Verleger immer doppelt unbeliebt, die Frage der Vergütung. Wie soll das denn bezahlt werden? Also da schrillen bei mir bei dem Wort kostenlos immer sofort alle Alarmglocken. Nun ist das in diesem Fall schwierig, weil natürlich, wenn dieser Stream kostenlos ist, die Theater ja auch keine Einnahmen haben, wovon soll da irgendwas abgerechnet werden? Normalerweise sind Autoren das nur nebenbei an der Abendeinnahme bei einer Vorstellung beteiligt, prozentual. Erfolgsabhängig. Und das ist beim Livestream ein bisschen schwieriger. Es gibt ja schon Modelle in England, also National Theatre oder World Shakespeare Company zeichnen ihre Produktionen auf. Das ist kein Livestream und das ist mittlerweile ein extrem lukratives Geschäftsmodell, muss man mal klar sagen. Ich war gerade in London, das hat sehr viel Geld gekostet. Das National Theatre hat 5- bis 6-stellige Summen in diese Nummer investiert. Aber auch was da an, für Autoren an Tantiem am Ende abfällt, das ist gigantisch, muss man mal so klar sagen. Das käme einer Inszenierung im Großen Haus am Burgtheater gleich, so eine einzelne Kinoauswertung. Es ist aber natürlich nicht kostenlos. Also man zahlt da durchaus stolze Eintrittspreise, wenn man sich das im Kino anguckt. Das wird nicht ins Netz gestellt. Aber unter den Bedingungen fänden Sie es schon fair, den Autoren zu empfehlen, das Internetübertragungsrecht zu überlassen? Oder was wären Ihre Maßstäbe, einer Autorin oder einem Autor zu empfehlen, das Internetübertragungsrecht dem Theater zu überlassen? Naja, man muss das im Einzelfall dann immer wieder abklären. Also irgendwann wird es da wahrscheinlich allgemeingültigere Regelungen geben. Wie gesagt, ich habe Fälle genannt, wo es sich kategorisch ausschließt, also wo es wirklich nicht geht. Und wir sind ja gerade dabei, also Ben Schmidt hat auf Nachtkritik ja schon, finde ich, einen sehr praktikablen Vorschlag gemacht, wie man Vergütungsregelungen finden könnte. Es gibt ja auch Vereinbarungen mit den Theatern, wie die betriebsinterne Videoaufzeichnung bezahlt werden kann. Das sind Modelle, die kann man für einen Livestream weiterdenken. Das heißt, das halte ich insgesamt für ein lösbares Problem. Also jetzt gar nicht was, wo man denkt, oh Gott, da wird man sich den Wolf verhandeln. Das wird nicht der Fall sein. Nur wie gesagt, wenn ein Autor zum Beispiel sagt, ich möchte gar keinen Livestream meines Stückes, dann muss man das respektieren, dann ist das halt so. Da können wir dann auch als Verlag gar nichts machen, außer argumentieren, aber irgendwann kommt der Punkt, mir fällt jetzt gar kein Autor ein, der das sagen würde, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, gut, dann ist das so ein Punkt. Vielen Dank für dieses erste Statement. Ja, lieber Ulf Schmidt, studiert Theaterwissenschaft, Literatur und Philosophie in München, promoviert bei Hans-Thies Lehmann mit einer Arbeit über Platons Schauspiel der Ideen. Im Anschluss schickt ihn das Arbeitsamt zu einer Fortbildungsmaßnahme als Werbetexter. 2003 startet er bei einer Digitalagentur in Frankfurt. Nach seinem Umzug nach Berlin leitet er als Geschäftsführer die Kreativabteilung einer Social-Media-Agentur. Seit 2012 ist Ulf Schmidt Freiberufler, um sich auf das Theaterschreiben konzentrieren zu können und bietet seine Erfahrung als Digitalberater an. Er bloggt seit 2008 auf postdramatiker.de und veröffentlicht Essays auf Nachkritik und anderswo. Sein von ihm auf eBay versteigertes Werk Schuld und Schein läuft erfolgreich in der zweiten Spielzeit im Münchner Metropoltheater. 2014 wurde er mit dem Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts für den Marienthaler Dachs ausgezeichnet. Die Uraufführung dieses Stückes ist im September in Wien vorgesehen. Lieber Ulf, aus Autorensicht, to stream or not to stream? Und vor allem, how to stream? Frage, degradiert das bloß filmende Streaming, das Theater zum Fernsehen im Netz? Reicht's, ich sag mal, zur Premiere zu kommen, 3 Kameras draufzuhalten und das Ganze als Fernseherlebnis zu machen? Mit anderen Worten, wie ernst müssen die Theater selbst das Streaming nehmen? Gibt es da eine Kulturzerstörung? Die Einleitung war länger als mein Statement. Vielen Dank dafür. Den Menschen an den Rundfunkempfängern draußen muss man irgendwie sagen, dass wir eine sehr spezielle Vorstellung heute Abend gesehen haben, die bei mir tatsächlich die Frage Schauspiel im Livestream, Fluch oder Segen, ja oder nein, nochmal ganz anders gestellt hat, weil ich glaube, dass man sie in dieser Abstraktheit sozusagen allgemeingültig für Theater nicht mehr beantworten kann. Denn das, was wir heute Abend erlebt haben, ist ja, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber es ist etwas, wo ich das Gefühl habe, diese Übertragung, diese digitale Verlängerung, filmische Verlängerung bis hier in unser lustiges kleines Böll-Kino,
hat irgendwie gar keinen Bruch ausgemacht, sondern das war eigentlich eine Form von organischer Fortsetzung dessen, was da im Theater stattgefunden hat. Das, was Kai Voges und Daniel Hengst auch gerade gesagt haben, das heißt, ihre Arbeitsweise, die Dinge, die dort in ihrem Haus stattfinden, ins Theater zu bringen, sind Bestandteil dessen, was sie als Künstler tun. Und sie setzen sich von vornherein eben künstlerisch damit auseinander, dass sie entweder entscheiden, ich will einen Stream machen oder ich will keinen Stream machen. Hier bei 448 Psychose sagte mir Kai, es war eigentlich gar nicht sozusagen made to stream, aber trotzdem hat es funktioniert, eben weil die Vorstellung selber, wie Kai auch gesagt hat, diesen Zusammenhang zwischen Menschlichkeit, Technologie, Digitalität aufgenommen hat und gespielt hat. Weil ein großes Technikteam am Ende auch dabei gestanden hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wenn man sie zusammenzählen würde, aber wahrscheinlich doch eine Form von Menge und Kompetenz, die in der Form wahrscheinlich seinesgleichen sucht in Deutschland, wo tatsächlich Dortmund ein techno-digitaler Juwel in der Theaterlandschaft ist. Was andere Theater nicht haben und das, was dann eben auch angedeutet wurde, also wenn der große Theaterelefant den Livestream als das kleine Schwänzchen betrachtet, das an ihm dranhängt, dann glaube ich, wird es nicht funktionieren, sondern entweder man stellt sich der Tatsache, dass das von Kai genannte digitale Zeitalter etwas ist, was vielleicht auch diese theatrale Kunst verändert, und dann geht man in einer Weise selbstverständlich, souverän, forschend, ausprobierend damit um, oder man versteht es nicht und dann wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass zwei Tage vor der Premiere die in Anführungszeichen Video-Heinis gerufen werden, die dann irgendwo ihre Kameras installieren, einen irgendwie funktionierenden Stream in dieses Internet reinsenden, der dann auf der eigenen Webseite steht, am besten noch auf einer Unterseite, wo ihn kein Schwein findet. Was, glaube ich, nicht unbedingt für die Seherschaft dann besonders freundlich ist, oder man überlegt sich dann, ja, wir wollen Erlösmodelle machen und es gibt ja Erlösplattformen, T-Entertain, Netflix, was weiß ich, Chromecast, Fire, Amazon Fire TV, da wollen wir jetzt alle drauf, und stellt dann an der Stelle fest, naja, dann sind wir wirklich nur noch Fernsehen, also dann machen wir tatsächlich sozusagen die Bühnenrampe, verglasen wir im Netz zu einer vierten Wand, degradieren das Netz gleichzeitig auch noch zu einem alten Fernsehen. Und was Nils Zaubert schon gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass der ZDF-Theaterkanal eingegangen ist, weil er die Masse an enthusiastischer Zuschauer nicht mehr handeln konnte. Insofern bin ich da wirklich sehr im Zweifel. Sollte man da ein Pilotprojekt machen? Ja, warum denn nicht? Tim Renner hat das ja gefordert. Bei Pilotprojekten muss man nur halt wissen, ein Pilot kann nur fliegen, wenn die Maschine funktioniert. Ansonsten ist es ein Crash-Test-Dummy. Also auch da muss man ordentliche Technologie einsetzen. Auch da muss das Theater sich darauf vorbereiten. Und wenn es das nicht tut, ist es, glaube ich, einfach Scheitern mit Ansage. Jetzt habe ich doch relativ lange geredet und beende das hier. Ja, Ulf, herzlichen Dank für dein Statement. Jetzt sind wir einmal die ganze Runde gegangen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Alle waren wahnsinnig diszipliniert, aber es ist auch schon 22 Uhr. Insofern würde ich spontan unsere Ordnung ändern und einfach sagen, wir gehen jetzt schon in die interaktive Runde, allerdings noch in einer ersten ein bisschen gedämpft, wenn das für euch alle okay ist, und dann natürlich in der Gelegenheit back and forth, ja, damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben, uns nachher so informell zu unterhalten. Einmal wird gleich das Mikrofon natürlich an Sie und Ihre Fragen gehen. Ich würde gern vorher... sind zwei, drei Kollegen im Publikum, die sich sehr aktiv auf publizistischer oder ganz aktiver Sicht zu dem Thema verhalten. Und die würde ich gern bitten, ein ganz kurzes Statement zur Ergänzung zu geben. Und zwar war das einmal, Nils Tabert hat ihn schon erwähnt, Bernd Schmidt, wo ist er? Hier ist er, toll, danke. Genau, Bernd Schmidt von Kiepenheuer & Witsch hat einen Vorschlag gemacht zum Thema, zum sehr konkreten Thema, wie könnte tatsächlich eine Finanzierung für eine solche Sache funktionieren? Vielleicht wollen Sie das einmal kurz darstellen. Bitte schön. Ja, ich muss Sie erst einmal korrigieren, weil nicht Kiepenheuer und Witsch der Verlag ist, dessen Verleger ich bin, sondern das ist der Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb. Wenn das Kiepenheuer und Witsch wäre, dann wäre ich ähnlich wie der Kollege Tabert beim Holzbrink-Konzern. Wir sind aber hier ein kleines gallisches Dorf in Berlin und immer noch völlig konzernunabhängig. Und wenngleich natürlich gewisse
alte Traditionen da auch noch bestehen. Aber wie gesagt, wir sind eigenständig. Ja, ich muss, nachdem ich Ihnen allen zugehört habe, nochmal sagen, dass ich damals, als der Herr Renner sich da geäußert hat und dann insbesondere vom Kulturrat einstecken musste, habe ich mich gefragt, wie sieht eigentlich unsere Situation aus als diejenigen, die in der Regel mit dem Bühnenverein über solche Dinge sprechen. Und ich habe mich an verschiedene Gespräche natürlich auch mit den Rundfunkanstalten erinnert, wo ich eigentlich immer darauf gedrängt habe, dass das Theater auch im Fernsehen stattfindet. Und die traurigen Geschehnisse wurden ja gerade angedeutet, die da stattgefunden haben. Und hat mir dann immer wieder auch gesagt, dass natürlich durch einen Livestream, wir kennen nun alle die Argumente von Herrn Lottmann und von Herrn Stadelmeier, wir müssen sie jetzt nicht wiederholen, aber dem Theater ja nicht wirklich etwas nimmt. Ja, das heißt also, ich kann ja nach wie vor ins Theater gehen, das ist ja etwas Zusätzliches, was mir dieser Livestream vermittelt. Und ich weiß natürlich auch, dass es Menschen gibt, da das Stichwort Barrierefreiheit vorhin auch schon gefallen ist, die einfach nicht mehr in der Lage sind, so ohne weiteres ins Theater zu gehen. Und es gibt viele Abonnenten, die ein bestimmtes Alter haben, aber später auch nicht auf das Theater verzichten möchten. Für die wäre das auch eine ganz probate Möglichkeit, dann entsprechend also am Ball zu bleiben. Und wir sehen das ja, dass die Silver Liner sich zunehmend also auch digital beschäftigen. Und da erlebe ich immer die erstaunlichsten Dinge. Und wie gesagt, ich glaube, das schaffen die alle auch ganz gut. Ja, und daraus entstand natürlich auch die Frage, wie können wir das Problem lösen mit unserem Anteil? Da habe ich sozusagen den Ball genauso aufgenommen, habe mich sehr brav verhalten, habe ich gerade gemerkt. Aber das ist ja auch der Sinn bei der Lösung von Problemen. Und habe mich mit unserem Verband auch in Verbindung gesetzt. Und wir haben da auch eine Runde von Medienleuten dann zusammengebracht, haben eine AG Streaming gegründet, die eben auch ein Modell entwickelt hat, wie eine solche Vergütung dann aussehen könnte. Und zwar angepasst auf die verschiedenen Theater, je nachdem, wie groß der und hoch der künstlerische Etat ist. Herr Voges kennt das. Ich weiß nicht, in welcher Gruppe Dortmund gerade ist, Gruppe 3 oder 4 vielleicht, nicht? Oder die Ulmer Kollegen, die das ja auch machen, die sind in der Gruppe 6, die müssten dann entsprechend weniger bezahlen als vielleicht Dortmund. Aber nach diesem Modell könnte man entsprechend verfahren. Dieses Modell liegt jetzt als Vorschlag beim Bühnenverein. Ich weiß nicht, ob vom Bühnenverein auch jemand anwesend ist, aber das ist natürlich jetzt der Partner, der uns sagen muss, damit können wir arbeiten oder damit können wir nicht arbeiten. Ich gehe davon aus, dass das sehr schnell, Nils Herbert hat das schon gesagt, im Grunde genommen muss man sich die Köpfe da nicht wirklich heiß reden. Ich glaube, dass man da eine Lösung finden wird, die auch finanziell vertretbar ist. Die wird möglicherweise ein bisschen höher liegen als das, was bisher gezahlt wurde, aber es wird ja auch jetzt schon etwas gezahlt. Ja, und daran soll es dann einfach nicht scheitern. Ich finde, wie gesagt, man kann ins Theater gehen, das ist wunderbar. Und wir werden, das habe ich ja auch gesagt, beim Livestream genau das vermissen, eventuell, was wir im Theater sehen können. Oder wir werden eben, und das ist dann eine ästhetische Diskussion, etwas ganz Neues erleben. Und das ist auch das, was Theater ausmacht. Nicht? Irgendwo hatte ich kürzlich im Zuge dieser ganzen Diskussion auch gelesen, dass die Griechen sich wahrscheinlich vielleicht auch heute wundern würden, dass wir in geschlossenen Räumen Theater spielen. Und ich denke, wir müssen Theater immer als etwas sehr Lebendiges weiterdenken. Und im Übrigen würde ich auch gerne einen Gruß nach Dortmund sagen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Statement. Ein zweites, das ich gerne anfragen würde, weil das schon so oft gefallen ist. Ich glaube, der Daniel Grünauer ist auch hier. Wo ist er? Dort. Vielen Dank. Daniel Grünauer, leitender Dramaturg in Ulm, am Theater Ulm. Und damit auch quasi das schon mehrmals gefallen, so mit eins der Pioniertheater, das tatsächlich quasi spielplanmäßig, ich glaube 6 Produktionen pro Spielzeit streamt. Vielleicht mal kurz reingespielt, was sind eure Erfahrungen? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Schönen guten Abend. Das Gallische Dorf ist vielleicht, was Livestreaming angeht, in Schwaben. Und das Modell, das wir fahren, ist natürlich durch und durch schwäbisch, kann man auch sagen, denn leider haben wir nicht die Mittel, so wie wir heute erlebt haben, mit einem wunderbaren Team, mit, ich möchte sagen, Profis, die das gelernt haben. Bei uns ist es so, die Dramaturgie, meine Kollegen und ich, wir haben das übernommen. Der Pionier hat einen Namen, Michael Sommer, mein Vorgänger, hat 2012 im März erstmals ein Livestreaming angeboten. Das kam so gut an, wir hatten damals etwa 1000 Zugriffe aus der ganzen Welt. Und dann haben wir beschlossen, wir wollen das weiterführen, sodass wir bis heute, Stichtag
der 10. Dezember 10-mal bereits live aus dem Theater Ulm übertragen haben, sowohl aus dem Großen Haus als auch aus dem Podium. Die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist tatsächlich vielfältig. Ich glaube aber, ein Punkt ist ganz wichtig. Die Verbindung nämlich mit der Möglichkeit zu interagieren. Denn wir haben uns dafür entschieden, sehr einfach eine Chat-Funktion hinzuzubauen. Und da haben wir die Gelegenheit, tatsächlich Rückmeldung zu bekommen, wie denn das ankommt. Auch wir haben noch viel zu lernen. Technische Probleme gehören da dazu. Das ist ähnlich wie beim ZDF. Selbst ein Länderspiel kann mal Tonprobleme oder Verbindungsprobleme haben. Das hatten wir auch schon. Aber ich glaube, das Thema Barriere ist bei uns in Ulm ganz wichtig. Wir haben ein sehr großes Haus, 800 Sitzplätze, für Schauspiel ist das eine Menge. Und wenn man bedenkt, dass gleichzeitig beim letzten Stream von Kabale und Liebe wiederum 1000 Zugriffe stattfanden, also ungefähr dieselbe Anzahl an Menschen, die auch in diesem großen Haus Platz nehmen können, dann ist das für uns ein Erfolg und wir können uns so in der Welt und auch im Umland präsentieren. Und das ist uns wichtig. Und vielleicht ein Stichwort. Eine junge Studentin hat beim letzten Chat geschrieben, danke, ihr habt mir geholfen, mit Schiller und Kabale mal ein bisschen klarer zu kommen. Ich konnte es leicht konsumieren, ich sage ganz bewusst konsumieren, also ein Klick. Ich konnte interagieren und jetzt habe ich beschlossen, ich fahre von Göppingen aus nach Ulm und gucke es mir an. Wenn man das mal so als Schlusswort nimmt in meiner Rede, dann finde ich, ist das die Arbeit wert. Danke. Ganz herzlichen Dank, Daniel Grünauer. Und wir werden noch ein letztes kurzes Statement einholen, bevor Tim Renner Gelegenheit hat, nach all diesen vielen Inputs nochmal so zu sagen, was ihm inzwischen so durch den Kopf gegangen ist. Und zwar ist auch hier, und ich sprach es in der Eingangsrede an, das Thalia-Theater schon seit längerer Zeit stark unterwegs im Netz. Und ich meine damit nicht nur die berühmte Spielplanbefragung, sondern vieles, was danach passiert ist. Nein, weil es eben genau ein lernender Organismus ist. Bertha Heine, geschäftsführende Dramaturgin. Wo ist sie? Wenn ich fragen darf. Ah, hier. Toll. Hallo. Genau, Sie haben vom Besonderen gesprochen in Ihrem kleinen Artikel, den Sie freundlicherweise für uns geschrieben haben. Und ich würde Sie höflich bitten, ob Sie darauf nochmal eingehen könnten. Was wäre jenes Besondere aus Ihrer Sicht, für das sich der Stream am Thalia-Theater lohnen würde? Guten Abend. Erstmal muss ich sagen, dass die Spielplanwahl analog entschieden wurde. Wir bekamen nämlich aus Berlin, wir wissen nicht von wem, riesige Pakete mit Postkarten, die dann letztlich darüber entschieden haben, was wir dann zeigen sollen. Das nochmal dazu. Ansonsten möchte ich sagen, dass für mich, ich argumentiere jetzt aus dem Theater heraus, drei Punkte ziemlich wichtig sind oder wo ich Chancen sehe für den Livestream. Das ist einmal natürlich, so wie wir es heute Abend auch gesehen haben und wo Dortmund ein Vorreiter ist, einmal der künstlerische Aspekt, also künstlerische Konzepte, neue Konzepte zu entwickeln für Inszenierung und für Produktion. Das finde ich wichtig. Das zweite ist, wo auch eine Chance drin besteht, nochmal auf einem ganz anderen, auf einer anderen Ebene und einem anderen Forum Inhalte, die den einzelnen Theater wichtig sind, seien es künstlerische oder seien es gesellschaftspolitische, nochmal ganz klar und deutlich darzustellen und auch interagierend, partizipatorisch darzustellen. Das ist sehr wichtig. Und das Dritte ist, was ich so aus meiner Erfahrung als Dramaturg sagen muss, ist, dass man in dem Moment, wo man auch Theaterprozesse transparent macht, wie entsteht Theater, an welchen Punkten sind wir, wie kommen wir zu diesem Ergebnis, dass der Zuschauer, so denke ich, wenn er dann schließlich in der Inszenierung live sitzt, nochmal ein, ich bezeichne es als ein erweitertes Theatererlebnis hat. Also noch einmal ganz anders Theater erlebt. Und das ist das Besondere darin. Also dass man nochmal durch eine andere Perspektive auf Theater schaut und dadurch auch ein anderes Erlebnis dann live hat. Ganz herzlichen Dank, Bertha Heine. Ja, ich fasse es kurz zusammen. Wir sprachen über den Branchendienst, über die Schnittstelle, über das Media Lab, darüber, dass es Regeln geben muss und auch Respekt vor denjenigen Kreatoren, die das möglicherweise in dieser Weise nicht wollen, über Gain, wie man den generiert. Wir sprachen, Daniel war so nett, natürlich aber auch über die Notwendigkeit, die Konzepte mitzudenken und zwar von Anfang an und natürlich über, wie man es auch versauen könnte. Ja. Vielen Dank dafür und danke an diejenigen, die jetzt beigetragen haben, kurz aus dem Publikum. Tim Renner, ja,
Jetzt haben Sie Ihr Statement gehalten. Jetzt kam, sage ich mal, viel Information von vielen verschiedenen Seiten. Wie ist das jetzt bei Ihnen hängen geblieben? Ja, in einer Form, die nicht wirklich überraschend ist, dass sich nochmal verdeutlicht hat, das ganze Thema sehr vielschichtig und sehr mehrdimensional ist. Es hat in erster Linie erstmal auch eine wirtschaftlich-rechtliche Dimension, wobei ich da fast nur mit am gelassensten bin, weil auch als Rundfunk aufkam, musste eben halt eine Vergütungsmethode gefunden werden, mussten Rechtsgrundlagen gefunden werden, wie zum Beispiel das Senderecht, was viele Fragen erschlagen würde, die Analogielogik, zu dem eben halt den verlassenen Autoren Freigaben, weil die dann pauschal erteilt sind. Also da, glaube ich, ist eine reine Frage der Zeit und es wird sich politisch automatisch fast sortieren, weil dann ein gewisser Druck entstehen wird und der wird eine politische Aktion zur Folge haben. Ich hoffe nur einfach rechtzeitig genug, dass es wirklich schnell genug geht. Das Ganze hat logischerweise eine technische Komponente, die ja auch mehrfach reinkam, aber auch da bin ich einfach vielleicht als unverbesserlicher Optimist relativ gelassen, weil es schon auffällt, dass dort, wo der Staat beginnt, in Häusern, die institutionell mit ihm verbunden sind, zu renovieren, meist sogar daran gedacht wird, alleine schon vom Technischen her so weit aufzurüsten, in der Parkau machen sie ausgerechnet nicht, aber sonst generell eigentlich, was überall daran gedacht wurde, eben halt den nächsten Schritt mitzugehen. Selbst eine altwürdigen Staatsoper ist mit eingeplant, Konzerthaus, Renovierung ist das mit eingeplant. Beim Theater geht es in der Tat ganz häufig noch besser, bei vielen, vielen Kultureinrichtungen denkt man da automatisch mit. Ich glaube, das ist auch ein Schritt, der sich fast logisch daraus ergeben wird. Ganz wichtig und entscheidend, da fand ich auch den Hinweis mit dem Crash-Test-Dummy schon sehr richtig, ist, dass wir das Ganze eben halt auch in seiner gesamten Dimension gedacht werden muss, es auch künstlerisch gedacht werden muss. Das ist in der Tat schon mal ein erster wichtiger Schritt, zu sagen, ich bilde überhaupt ab, weil die Abbildungsflächen im Rundfunk spätestens seit Einstellung des Theaterkanals sehr, 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 sehr eng sind. Aber es ist schon richtig, ich muss auch dem Medium gerecht werden, in dem ich drin bin. Ich muss immer zusehen, wie kriege ich die Abbildung hin, so dass sie auch eine Interaktion darstellt, dass sie ein anderes Erleben darstellt, als sonst eine TV-Übertragung darstellen würde. Und dann kommen wir natürlich zum Schluss zu der Komponente, die mir am wichtigsten bleibt, auch wenn Sie sagen, dass sie ihnen schwerfällt, sich vorzustellen, dass man angereizt wird, dadurch zum ersten Mal ins Theater zu gehen, wenn man nicht schon Theatergänger ist, muss ich gestehen, für mich wäre ein politisches Ziel schon völlig erfüllt, wenn wir jedem, der da draußen arm ist, ermöglichen und der Theatergänger gerne wäre, dabei zu sein, wenn wir jeden, der draußen krank ist, ermöglichen, dadurch bei zu sein, wenn wir jeden, der einfach am falschen Ort lebt, ermöglichen, dabei zu sein, dann wäre für mich das politisch schon auch gerechtfertigt. Vielleicht kann ich direkt darauf antworten. Bitte. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich meinte vorhin nur, dass diese Initialzündung, das Theater zu lieben, das kann, glaube ich, wirklich nur durch das Live-Erleben stattfinden. Also dass jetzt ein Schüler sich vors Netz setzt und zwischen in der ganzen Konkurrenz, die er da zur Verfügung hat, dann sich den Theaterstream zufällig reinsetzt und sagt, oh, da gehe ich jetzt mal hin, das halte ich einfach für unwahrscheinlich. Aber dass jeder, der nicht ins Theater gehen kann, aus welchen Gründen auch immer, Sie haben sie jetzt genannt, dass er die Möglichkeit haben soll, da bin ich absolut d'accord. Ja, also, war vielleicht missverständlich. Ja, vielleicht jetzt Gelegenheit, einmal zu Ihnen zu kommen, plus, was wir gleich noch abrufen werden, sind auch ein, zwei Fragen aus dem Chat, beziehungsweise den Tweets, die uns erreicht haben, aber erst natürlich sind Sie gefragt, Kurzstatements, Fragen an unsere Sprecher direkt oder einfach in die Runde. Ja, ich bitte ums Handzeichen. Ja, Friedrich. Annika, kannst du sagen? Vielleicht kurz sagen, wer du bist. Ach, bitte. Wenn du möchtest. Mein Name ist Friedrich Kirschner. Ich bin Professor für digitale Medien an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in der Abteilung zeitgenössische Puppenspielkunst. Das steht auch alles so auf unserem Briefkopf, der etwas länger ist als der von anderen Leuten. Und ich möchte mich als allererstes bedanken für diesen, wie ich finde, unglaublich schönen Beitrag
der überhaupt zu dieser Diskussion heute Abend geführt hat. Und ich bin sehr beruhigt als jemand, der aus den digitalen Medien kommt und aus der Medienkunst, dass das auf so einem hohen Niveau stattgefunden hat. Weil ich denke, wenn wir etwas anderes gesehen hätten, würden wir heute auch anders darüber reden. Ich denke, was sich sehr stark abgezeichnet hat, ist, natürlich kann man mit Investitionspaketen die Technik in Theater bringen, aber es wird nicht das erste und letzte Mal sein, dass Technik irgendwo rumsteht, die wahnsinnig teuer war und es einfach keine Leute gibt, die diese Technik auch tatsächlich benutzen können. Und in dem Moment, in dem das Lämpchen ausgeht, dann geht's halt nicht. Und ich glaube, da die Weitsicht zu haben, zu sagen, nee, in ein Ensemble gehört tatsächlich mehr als nur ein Techniker. Und wir haben immer wieder in Kooperationen auch die Problematik, dass nicht mal genug Geld für Video da ist, dann macht das halt jemand, der ist Praktikant oder der hat das zu Hause mal so probiert und so weiter. Und im Puppenspiel diskutieren wir das sehr stark. Was ist Video eigentlich? Kann das ein Puppenspiel sein? Im Computerspiel ist das eine ganz neue Form der Art und Weise, wie man interagiert. Und ich glaube, da die Weitsicht zu haben und zu sagen, nee, das hat jetzt nichts mit Technik zu tun, sondern das hat mit einer Stelle zu tun. Mit einer Stelle, die nicht nur in der Bühnentechnik mit einem Lichtpult besetzt wird, sondern in einer tatsächlichen kreativen Auseinandersetzung mit dem, was dort passiert, die auch mit Regie zusammen diskutieren muss, was funktioniert und was nicht. Und mit einem Raum, in dem man forschen kann, in dem Fehler gemacht werden können, weil viel zu oft sind das dann tatsächlich Produktionen, an denen angehangen wird, ah, jetzt hat man es probiert, hat jetzt nicht funktioniert. Dann machen wir es auch nie wieder, weil das gehört nicht ins Theater rein und daran hat man es gemerkt. Und da habe ich das Gefühl, gibt es zu wenig Raum, das wirklich, also wirklich auszuprobieren in Produktion. Und ich denke, das ist eher so ein von unten nach oben Darstellen von Livestreaming und nicht ein, lasst uns doch jetzt mal eine Struktur finden, gesetzlich vielleicht auch noch, damit die Stadttheater jetzt eine Stelle haben und ein bisschen Geld, damit wir alles streamen können. Das wäre mir ein bisschen zu wenig gedacht. Und das andere, was ich gerne reinwerfen möchte, weil wir das gerade diskutieren, in unserem Unterricht tatsächlich auch, ist, dass wahnsinnig viel über Livestream gelernt werden kann im Internet bei Streaming und dass es Livestreams gibt über Twitch TV, wo hunderttausende Menschen partizipativ sich mit Dingen auseinandersetzen, wo wahnsinnig viele Modelle abgeglichen werden können. Ich weiß nicht, wie viele hier Twitch Plays Pokémon gesehen haben, das sind Wörter, die im Theater sehr selten vorkommen, schade eigentlich, weil Hunderttausende von Menschen partizipativ dort Kulturgut geschaffen haben, dass sich weit in andere Medien, im Guardian gab es einen großartigen Artikel drüber, auf ganz vielen verschiedenen Foren im Internet wurde das diskutiert, da ist etwas wahnsinnig Tolles passiert und ich habe das Gefühl, wenn wir nicht aufpassen, dann versucht das Theater das jetzt alles nochmal neu zu erfinden auf seine eigene Art und Weise und ist leider nicht den letzten 20 Jahren Medienkunst und nicht den letzten 30 Jahren Computerspiele und Bottom-up Menschen machen interessante Dinge in World of Warcraft zugeneigt und ist der Meinung, das müssen jetzt die Regisseure irgendwie stemmen, die gleichzeitig aber auch noch mit Schiller zu tun haben. Und das wäre mir sehr wichtig, das irgendwie da reinzugeben, weil ich finde, das hat heute Abend wundervoll funktioniert und mir geht das Herz auf, wenn sowas passiert. Und zu oft sieht man aber eben, 2, 3 Fehler sind gemacht worden und dann geht das zu und dann geht das bei allen in den Köpfen zu. Und das wäre furchtbar. Vielen Dank. Ja, danke dir. Möchte jemand von euch dazu sprechen oder sammeln wir einfach mal weiter, noch eine Frage oder ein Statement? Keine Fragen offen. Dann gehen wir mal ganz kurz rüber zu Mirja. Mirja, magst du uns eine Frage aus Dortmund geben? Denn ja. Da harren ja noch die Menschen vor den Fernsehern im Foyer aus, ja? Ja, eine Frage aus Dortmund haben wir leider nicht, aber Das Schauspiel Dortmund schickt viele Grüße nach Berlin. Ansonsten wird auf Twitter sehr kontrovers diskutiert. Die meisten sind für einen Livestream, finden es eine gute Idee. Zum Beispiel Schmücki RLT schreibt, Livestream kann Anreiz sein, neue Inhalte, Formen zu entdecken, ist auf besondere Weise barrierefrei, Vermischung von Formen. Dann gibt es aber auch die andere Meinung, Schwarzes Gold zum Beispiel, Theaterstream und Live-Übertragungen sind nur eine Abbildung der Veranstaltung und können das gemeinschaftliche Erlebnis nicht ersetzen. Viel diskutiert wird die Frage der Finanzierung. Sphericon zum Beispiel fragt sich, wie das Ganze finanziert werden soll, über GEZ oder eine Art Kulturflatrate.
Dann hatten wir im Chat auch den Einwand, dass die Kunstszene ja sowieso schon zu wenig Geld hat und dass es vielleicht erstmal sinnvoller wäre, die Digital Departments zu finanzieren und die über Mundpropaganda die Kunst in der binären Welt zu verbreiten. Dann haben wir Laura Kadil, sagt, hindern das Autorenschaft, funktioniert das Modell Livestream für die freie Szene oder Performance besser? Und Björn de Wild fragt, was ist mit Theater on Demand? Ja, generell wirklich viel los auf Twitter und Sarah Lena TZ schreibt auch, dass die Diskussion alleine schon auf Twitter sehr super spannend zu verfolgen ist. Also für alle, die noch reingucken wollen, Theaterstream ist unser Hashtag. Vielen Dank, Mirja. Ja, ja, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, muss ich sagen, wir sind jetzt auch so um 21:45 fast Punkt gelandet. Und ich denke, wenn wir noch alle ein bisschen voneinander haben wollen, diejenigen von Ihnen, die noch bleiben möchten natürlich, wir haben da draußen ja so unseren kleinen Aufbau, wo wir noch auch ein bisschen informell miteinander sprechen können. Es ist aber auch Mittwoch, ich weiß, morgen geht es auch wieder früh zur Sache. Deshalb würde ich vorschlagen, es sei denn, ein letztes Wort ist gewünscht. Ja. Sehr gut, nur zu, bitteschön. Mein Name ist Rainer Glab, ich bin von der Firma Eventim. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt den Advocatus Diaboli spielen muss. Ich fand den heutigen Abend mit der Sarah Kane-Übertragung sehr spannend. Ich dachte aber auch, am liebsten wäre ich in Dortmund gewesen und hätte dort mitgefühlt und mitgefiebert, weil ich glaube, dass das sehr viel intensiver gewesen wäre noch als der schon sehr intensive Abend hier. Das war aber auch eine ganz besondere Inszenierung, die sich sozusagen schon durch ihre ganze Machart geeignet hat, im Stream übertragen zu werden. Wenn ich das jetzt auf das typische Stadttheater übertragen würde, dann sehe ich da kaum Möglichkeiten. Wenn wir uns alle ehrlich prüfen, ich weiß nicht, wer von Ihnen euch schon mal in einem Kino war, in einer Übertragung aus der Metropolitan, aus Bayreuth oder von den Berliner Philharmonikern. Ich habe da einige Selbstversuche hinter mir und habe albtraumhafte Erfahrungen. Früher war ich in der Johannesbos-Passion im Kino, Live-Übertragung aus Berlin. Neben mir saßen Leute und fraßen Chips mit Käsesoße. Das war so unglaublich störend für meinen Kunstgenuss. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich gehe kaum in diese Multiplex-Kinos, weil mich diese Popcorn-Fresserei schon so aufregt. Und da muss ich mir das bei der Johannes Passion auch noch anhören. Also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wer guckt sich im Fernsehen Theater an? Warum ist der Theaterkanal gescheitert? Für wen funktioniert diese zweidimensionale Übertragung? Ich glaube, für die wenigsten. Und eine Frage, die wir uns heute Abend, glaube ich, auch noch kaum gestellt haben. Wer ist das Publikum, das vor den Bildschirmen sitzen soll oder wird? Von dem hat noch keiner geredet. Wo sollen die Leute herkommen? Also wir kennen die demografische Entwicklung, wir wissen, wer ins Schauspiel, wer in die Oper, wer in die klassische Musik geht. Das sind nicht die jungen Leute. Und wie erreicht man die? Nicht, indem man einfach irgendwas streamt. Da müssen sich wahrscheinlich die Inhalte ändern. Da wird man Formen finden, da wird man experimentelle, performanceartige Sachen machen können, aber das wird nicht durchgängig haltbar sein. Und ich glaube, dass wir uns was vormachen und uns so ein bisschen technologiebesoffen sind, wenn wir glauben, dass Streaming dazu führt, dass wir andere Zuschauerschichten fürs Theater erschließen. Die Technik wird es nicht richten. Herr Glab, ich glaube, Sie haben ein bisschen Wasser in Wein gegossen. Ich würde aber gerne noch mal einmal, Geraldine, du wolltest noch was sagen? Nein. Zu dem kommen auch vielleicht noch mal im Roundup. Sofort. Ja. Was Beate Heine gesagt hat, nämlich, dass es um das Besondere geht. Und das haben wir auch am Anfang erwähnt. Ich hatte auch den Eindruck, dass das so eigentlich durch die Bank bei allen anklang, dass man tatsächlich sagt, es geht eben nicht darum, alles zu streamen, auf irgendeine Probe eine Kamera zu halten und zu sagen, das muss jetzt jeder sehen. Und da ist auch eine Erwartungshaltung dran geknüpft. Ich fand es sehr aufschlussreich, die Überlegung zu Spiegel Online. Das heißt zu sagen, wie kann ich überhaupt diesen Gain erreichen? Wie kann ich es schaffen? Natürlich reicht es nicht aus, einfach meine eigene Website zu benutzen, um diese Erreichbarkeit herzustellen. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, wie ich
an die Menschen da draußen herankomme. Und interessanterweise, vielleicht wer das nicht weiß, es haben sich eine große Menge von Menschen angemeldet heute, sind auch alle hier, sind fast alle gekommen und sind vor allen Dingen die Marketingabteilung. Das heißt, die Theater haben gesandt, nicht die Dramaturgen, das ist eigentlich ganz interessant, sondern vor allen Dingen diejenigen, die ja auch viel netzaffiner sind, ja, wie wir bei unserer Konferenz lernen durften. Ja. Das heißt, eigentlich die eigentlichen Pioniere der Netze sitzen in den Theatern ja tendenziell eher in der Öffentlichkeitsarbeit offensichtlich als in der Dramaturgie, obwohl es eigentlich notwendiger wäre, dass es die Dramaturgien sind, die sich kümmern und die genau das, was sie kritisieren, durchdenken, nämlich wie kann ich eine künstlerische Verbindung, wie kann ich ein Theaterdenken, ein Konzept für Netz im Theaterdenken und diese Gedanken, bevor ich in den Stream gehe, so präzisieren, dass sich das auch wirklich künstlerisch lohnt und ein Gain, ein Reach bekommt. Also das schien mir jedenfalls so für mich die Sammlung, ja, dessen, was wir besprochen haben. In dem Sinne möchte ich auch sagen, dass neben vielen anderen die Stiftung sich gerne weiter in diesem Feld engagieren möchte. Das heißt also auch im kommenden Jahr, wenn diese Gedanken weiterverfolgt werden, wie kann man das realisieren an dem einen oder anderen Berliner Theater, aber genau mit diesem Hintergrund. Also nicht einfach abgefilmtes Theater, schlechtes Fernsehen, sondern Stream, der tatsächlich eine neue ästhetische Dimension bringt. Und in dem Sinne würde ich vorschlagen, dass wir uns noch draußen versammeln, wer noch möchte. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen auf dem Podium und hier im Publikum und natürlich bei unseren Gästen dort draußen im Stream. Ja. Maria wird uns sicher nachher sagen, wie hoch die Zugriffsrate war. Wäre sicher auch interessant, Herr Glab. Und dann, ja, auf ein Gläschen. Vielen Dank fürs Kommen.